Gestern hatten wir eine starke Rallye an den Aktienmärkten, eine noch stärkere Bewegung an den Anleihemärkten aufgrund des neu erwachten Handelskrieg-Optimismus und dann auch guten US-Konjunkturdaten und das Ganze sogar, was die Aktienmärkte betrifft, unter wirklich nennenswertem Volumen. Gestern, als ich das Markeflüster gemacht habe, so 18,15 etwa hatten wir schon dasselbe Volumen, was wir am Tag davor gesamt hatten. Aber heute kommt ein Abgleich zwischen Erwartung und Realität, wenn Fed und die US, wenn Powell und die US-Arbeitsmarktdaten hier in den Fokus kommen. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Schauen wir uns zunächst mal das Muster an. Was ist da eigentlich immer wieder der Fall? Das ist hier das Muster Trade War Cycle, Handelskrieg Zyklus. Und da haben wir Administration is tough on trade war with China, also die US-Administration spuckt harte Töne gegen China. Dann haben wir den Sell-off an den Märkten, den Abverkauf an den Märkten. Dann deutet die US-Regierung eine Lösung an, es gibt Hoffnung. Dann haben wir Phone Calls, Trade Talks, es geht nach oben mit den Märkten, Rally, Rally, Rally. Wir sind jetzt gerade hier und dann werden wir irgendwann wieder erfahren, no progress is made, es gibt keine Fortschritte. Und dann wieder alle, oh Gott, das konnte ja keiner erwarten, obwohl sich diese Endlosschleife ständig wiederholt. Übrigens die Amerikaner und China, das ist interessant. Da sehen wir nämlich, dass die Amerikaner seit einiger Zeit, vor allem aber seit 2018, seit der Handelskrieg begonnen hat. Trump hat das Ganze ja im Juni 2018 initiiert und wir sehen hier die Einschätzung der Amerikaner gegenüber den Chinesen. Sind die nett? Ist das eine gute Lage mit China? Sind das Partner oder eher Feinde? Und wir sehen, dass hier die Leute, die sagen, nein, das sind unsere Feinde, keine gute Meinung von China, das geht hier deutlich nach oben. Und diejenigen, die sagen, ich habe eine gute Meinung von China, die geht deutlich nach unten. Da ist also durchaus etwas passiert. Selbst Bill Dudley, der kürzlich nochmal in einem zweiten Essay seine Meinung gerechtfertigt hat, dass die Fed nicht Trump immer hinterherlaufen soll, dass der den Zollkrieg eskalieren kann und die Fed dann darauf reagieren muss. Der hat gesagt, ja klar, muss man hier eine harte Hand gegen China zeigen. Also das ist völliger Konsens in den USA. Deswegen wähnt sich Trump da auch auf der sicheren Seite, dass man da gegen China was machen müsse. Vor einigen Tagen war eine hochinteressante Persönlichkeit bei CNBC, eine chinesische Nachrichtensprecherin, die aber perfektes amerikanisches Englisch sprach und die sagte, naja Leute, wir haben selber ein Interesse dran, gegen Diebstahl geistigen Eigentums vorzugehen, denn wir haben inzwischen so viele Patente. Wir haben auf der anderen Seite, müssen wir auch gucken, dass wir innovativ und produktiv sind, denn bei uns geht auch die Arbeit weg und verlagert sich nach Vietnam. Also das sind die Probleme, die die Amerikaner in letzter Zeit haben. Nur die Amerikaner schieben das auf die anderen und sagen, die sind böse, die haben uns die Jobs geklaut. Wir sind doch die Guten, während die Chinesen sagen, naja klar, wenn es bei uns zu teuer wird, dann geht die Produktion weg und da haben wir dann eben ein Problem, dann müssen wir Innovation steigern, müssen innovativer sein und die Amerikaner sind da ein bisschen wehleidiger und das ist so mit einer der Gründe für den Handelskrieg, der eben, wie gesagt, bei den Amerikanern durchaus auf offene Ohren stößt, weil man nicht anerkennen will, dass die Amerikaner selbst damit etwas zu tun haben, dass die Jobs weggegangen sind, weil schlichtweg die Löhne zu hoch sind und die Amis über ihre Verhältnisse leben. Derzeit übrigens die Situation, dass gerade die Oberschicht, die obersten 10%, die 50% des Konsums machen, also die Hälfte des US-Konsums stellen, dass hier die Ausgabebereitschaft deutlich zurückgegangen ist. Heike Buchter hat hier in der Zeit, in der aktuellen Zeit, einen Artikel geschrieben, wie in New York so Luxusläden massive Umsatzeinbrüche haben in der Zeit. Und das Ganze hat einen Rattenschwanz, der da nachgezogen wird. Denn bei diesen superreichen Leuten, bei den sehr wohlhabenden Leuten, da arbeiten wahnsinnig viele Selbstständige. Die gehen mit dem Hund Gassi, die passen auf die Kinder auf etc. Das sind Selbstständige. Und wenn die Reichen weniger Geld ausgeben, werden sie vielleicht auch anfangen, irgendwann an Personal so ein bisschen einzusparen. Also das sind Zusammenhänge, die hier durchaus mit dem Handelskrieg zu tun haben, denn die Reichen sind besonders betroffen, wenn auch mal an der Wall Street was nach unten geht, weil sie eben übermäßig viel Aktien haben. Schauen wir uns folgende Grafik an, apropos Konjunkturdaten. Das war der zweite Grund, warum es gestern so nach oben ging. Wir hatten wirklich guten ADP-Arbeitsmarktbericht, wir hatten einen sehr starken ISM-Index-Service und hier sehen wir den Economic Surprise Index aus den USA. Bums, der schießt nach oben und die Märkte haben sich ja gesagt, die Fed wird jetzt massiv die Zinsen senken. Man ignoriert so ein bisschen die Daten und sagt sich, naja, wird schon nicht so kommen, dass die US-Wirtschaft
sozusagen sich wieder erholt. Und hier sehen wir das, was derzeit eingepreist ist an Zinssenkungen, nämlich in den nächsten 12 Monaten 4,4, sodass wir im September 2020 dann lägen zwischen 1% und 1,25% bei den US-Zinsen. Das ist die Markterwartung, wenn die Daten aber sich so stabil halten wie zuletzt, dann könnte diese Markterwartung konterkariert werden. Gestern hatten wir die größte Bewegung gesehen bei den Anleiherenditen. Wir sehen hier die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die ist massiv nach oben geschossen. Größte Bewegung, Eintagesbewegung seit der Wahl von Donald. Also da hat es vor allem an den Anleihenmärkten gekracht. Wir sehen jetzt deutliche Anstiege bei den Renditen. Wir haben die 30-jährige US-Staatsanleihe wieder über 2%. Da sind viele sehr, sehr einseitig positioniert, eben in Richtung sinkende Renditen. Und wenn die ganze Geschichte anders läuft, dann haben die ein Problem. Schauen wir uns die Daten heute an, die auf der Agenda stehen. Arbeitsmarktbericht. Um und bei erwartet 150.000, 160.000. Es gibt Argumente pro und contra, ob die Daten gut ausfallen oder schlecht ausfallen. Normalerweise ist der August nicht so gut. Aber auf der anderen Seite hatten wir durchaus Aussagen in diesen Jobs Reports, Jobs plentiful to get, also Jobs einfach zu bekommen. Da gab es sehr gute Zahlen. Wir haben auf der anderen Seite negative Zahlen, eher negative Zahlen bei den ISM-Indizes, Einkaufsmanager-Indizes, wo die Komponente Beschäftigung eher schwach war. Aber wir haben den Census, praktisch die Volkszählung, die in den USA 2020 beginnen wird. Und da werden viele, viele tausend Leute eingestellt. Das könnte die ganze Geschichte so ein bisschen verzerren. Arbeitslosenquote 3,7% erwartet. Stundenlöhne 3,1 zum Vorjahr und 0,3 zum Vormonat. Da wird man drauf achten. Inflation, ja, nein, steigen die Löhne. 18,30 dann die Rede von Jerome Powell in Zürich. Was wird er da sagen? Das ist eben der Abgleich. Wird er so dovish sein, wie hier die Märkte erwarten? Wird er schon irgendwie ein bisschen sich anders positionieren, wenn er sagt, naja, immerhin reden die Amerikaner wieder mit den Chinesen, das ist doch schon mal was, das sah kürzlich noch anders aus und immerhin haben wir jetzt gute Daten gesehen, die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, die waren gestern, habe ich vergessen, einfach wegzumachen. Gehen wir rein in die Charts und wir gucken uns das an, die Charts von, na, Sie wissen schon, 2975, aktuell der S&P, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan über Nacht. Die Asiaten sind tendenziell gut gestimmt. Hoffnung in China auf Stimulus, auf die Senkung des Einlagezinses. Man steigt also so ein bisschen mit, ohne jetzt besonders euphorisch zu sein. Was wird das für den DAX bedeuten? Der ist bei 12.125, geht hier in eine Seitwärtsbewegung über. Wir haben den Euronen, der aktuell bei 1,1038 handelt, gestern ja die starken US-Daten damit. Dann spielen zum Beispiel die Devisenmärkte, wie auch der Goldmarkt, werden wir gleich sehen, die These, aha, wenn die Daten gut sind, dann wird die Fed die Zinsen nicht so schnell senken. Das ist dann Dollar positiv, Gold oder Euro negativ. In dem Fall, das ist der Grund, warum es gestern da ein bisschen gerappelt hat, eben auch und besonders beim Gold, noch stärker bei Silber gestern, 1518 aktuell, man versucht sich hier zu stabilisieren. Wie gesagt, das ist die These, dass wenn die Daten stark reinkommen, die Fed die Zinsen nicht so senken wird, wie man das vielleicht im steigenden Goldpreis eingepreist hat. Der Nachteil des Goldes, so muss es heißen, ist ja, dass es eben nicht verzinst ist. Je geringer jetzt die Zinsen sind, umso geringer dieser Nachteil bei Gold, deswegen ist Gold gestiegen. Und auch Silber möglicherweise, dementsprechend sehen wir hier diese Reaktion und wir haben das amerikanische Crude Oil bei $56.20. Wird ein wichtiger Tag also, Powell wird 18.30 in Zürich sprechen über den ökonomischen Ausblick. Es wird dann Frage und Antworten danach geben. Also er wird sich da schon über die Wirtschaft äußern und damit implizit natürlich auch sagen, was die Fed dann möglicherweise tun wird. Er wird natürlich wieder sagen, wir sind datenabhängig, aber wenn man datenabhängig ist, dann waren die Daten zuletzt nicht zuletzt nicht beim City Economic Surprise Index, waren eben sehr gut. Schauen wir mal, da sehen wir schon weiter. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.